Gut, wir machen jetzt gleich weiter. Ich sagte ja jetzt, wie funktioniert so ein Thermometer? Das ist jetzt unsere nächste Geschichte. Wir hatten eben schon mal kurz drüber gesprochen. Oh, nee, ich wollte es in schwarz machen. Das Thermometer, Thermo, Temperatur und Meter der Messer. Wenn ihr mal das Wort Voltmeter hört, dann geht es darum, Volt zu messen. Volt ist eine Einheit für eine Spannung. Oder Amperemeter. Das sind alte Ausdrücke. Meter nimmt man nicht bloß für die Längeneinheit, sondern auch dafür zu sagen, ich messe etwas. Also Thermometer. Jetzt habe ich allerdings das Thermometer falsch geschrieben. Was ist da falsch? Ich habe das H vergessen. So wird es geschrieben. Thermometer, Thermos, die Temperatur. Also Thermometer. Das ist also unser nächstes Ding. Warum funktioniert das? Jetzt gab es schon bei der Diskussion einige Hinweise. Und zwar, das funktioniert deswegen, weil sich fast alle Stoffe, ich sage fast und wir kommen dann gleich drauf, ausdehnen, wenn sie wärmer werden. Lässt sich auch begründen, wenn ich mir vorstelle, ich hätte hier lauter kleine Teilchen, Atömchen, Molekülchen oder was auch immer. Je doller die schwingen, umso mehr Platz beanspruchen sie. Das heißt, die dehnen sich in diesem Fall. Man sieht es von außen, es dehnt sich der Stoff aus. Und wenn ich jetzt hier eine Flüssigkeit, ich nehme mal doch blau. Wenn ich jetzt hier eine Flüssigkeit reinfülle in ein kleines Glaskügelchen und ich würde hier diesen oberen Teil nicht nehmen und erwärme das Glaskügelchen, dann würde sich auch diese blaue Flüssigkeit darin erwärmen, aber lediglich hier so ein kleines bisschen vielleicht rausgucken aus der Kugel. Aber wie funktioniert es, dass man das auch viel besser anzeigen kann? Das geht so. Wenn ich ein ganz dünnes, also innen ganz dünnes Glasröhrchen aufsetze und die blaue Flüssigkeit dehnt sich aus, dann hat sie in dem ganz dünnen Röhrchen nur die Möglichkeit, nach, in diesem Fall oben, auszuweichen. Und je dünner, umso größer ist der Ausdehnungseffekt. Das heißt, Thermometer basieren darauf, man sagt auch zu dünnen Röhrchen Kapillaren, aber ich möchte jetzt damit noch nicht durcheinander bringen. Die basieren darauf, dass man das sich ausdehnende Material, diese blaue Flüssigkeit, blau gefärbte Flüssigkeit, die kann auch rot oder sonst wie gefärbt sein, dass man die zwingt, in ganz dünnen Röhrchen sich auszudehnen, denn dann sieht man die Längenänderung besser. Und der ganz einfache Trick ist dann einfach außen irgendwie mit Papier oder mit irgendeinem anderen Material oder wie auch immer, selbst am Röhrchen kann man das machen, irgendwelche Striche anzubringen, wo man dann entsprechende Temperaturen draufschreibt. Das war es schon. Also ein Thermometer, in diesem Fall ein Flüssigkeitsthermometer, funktioniert so. Das Zeug, was da drin ist, da nimmt man am liebsten Alkohol, weil Alkohol, also richtiger Trinkalkohol und dann blau gefärbt, denn normaler Alkohol ist farblos, weil Alkohol nämlich bei 0 Grad Celsius noch nicht gefriert, sondern erst bei ungefähr 38 Grad Celsius, ja, ziemlich spät, minus 38. Das heißt, der Alkohol, der wird sich auch wieder zusammenziehen, wenn die Temperatur unter 0 Grad sinkt. Eine andere Variante ist dort Quecksilber. Ich schreibe mal HG, die chemische Abkürzung. Ich kann es ja nochmal dahinter schreiben, Quecksilber reinzufüllen. Auch Quecksilber ist eine Flüssigkeit, in diesem Fall ein Metall, was einen sehr niedrigen Schmelzpunkt hat. Wasser in so ein Thermometer reinzufüllen und blau zu färben, ginge auch, aber das ginge nicht weit, dann wäre bei 0 Grad Celsius Schluss. Aber Wasser hat noch eine ganz andere Geschichte, also einen ganz anderen Hintergrund. Das ist damit ungeeignet. Eine andere Geschichte, wer das schon mal gesehen hat, ganz einfache Thermometer bestehen manchmal, die kann man so als Werbegeschenke bekommen, aus einer Spirale. Und diese Spirale hat einen Zeiger und auch dieser Zeiger zeigt auf einer Skala irgendwelche Temperaturen an. Die sind dann hier befestigt. Diese Spirale, die dehnt sich auch aus und damit sie das besser tut und stärker tut, aber da kommen wir dann nochmal im Genauen drauf. Nimmt man da einen sogenannten Bimetall, also 2 Bi, so wie 2, Vorsilbe für 2, einen Bimetallstreifen dazu. So kann man auch Temperaturen messen. Hier nutzt man auch die Ausdehnung aus, dehnt sich
diese Spirale aus, dann muss er irgendwo hin. Und wenn man das schlau macht, ich komme dann beim Bimetall nochmal drauf, dann wird hier dieser Zeiger entsprechend was anzeigen. Das wären so halbmechanische Thermometer. Elektronisch nutzt man Folgendes aus. Man nimmt einen Widerstand, das ist in diesem Fall, sagt man, weil das ein spezieller Widerstand ist, Thermistor. Oder man nimmt einen Halbleiter, zum Beispiel eine Diode. Und mit diesen elektronischen Bauelementen macht man nichts weiter als Strom durchzuschicken. Also wenn ich hier Strom durchschicke und diesen Strom auch messe, dann kann ich sagen, je kälter der Widerstand geworden ist, umso besser leitet er den Strom, also umso höher ist der Strom. Da muss ich bloß eben hier diesen Strommesser anders eichen. Normalerweise steht da drauf Ampere, da kommen wir dann später noch drauf. Und ich sage nicht Ampere, sondern dann sagen wir, okay, wir schreiben hier Grad Celsius ran. Und dann kann man auch damit messen. Und das funktioniert mit Halbleitern ganz genauso. Also das ist noch eine andere Variante. Und wenn ich das dann noch entsprechend verstärke oder diese Skala nicht als analoges Messinstrument nehme, sondern richtig mit Digitalziffern, dann kann ich daraus richtig schicke Ablesungsmöglichkeiten bauen. Aber es basiert darauf, und das ist der Trick, durch irgendein geeignetes Bauelement Strom durchzuschicken und dann diesen Strom auszuwerten und letzten Endes als Temperatur darzustellen. Das ist der ganze Haken dabei. Und dann steht hier meinetwegen noch so ein Kästchen und dann hier noch so ein C. Das wäre eine ganz alte Digitalanzeige. Kann man heute auch schon hübscher machen. Gibt's bis dahin Fragen? Gut, wir werden jetzt gleich auf das Thema Bimetall, also hier, werden wir nochmal drauf kommen und auch dazu einen kleinen Mini-Versuch machen. Und werden die unterschiedliche Ausdehnung von Stoffen betrachten. Aber hier dieses Video, was eigentlich sich nur erstmal um die Temperaturmessung drehte, das halte ich jetzt erstmal an und mache jetzt erstmal dicht.